Moin, liebe Leute. Ich habe etwas Neues bekommen. Und zwar, ich hoffe, man kann es erkennen. Meine neue T-Shirt-Kollektion ist da. Diesmal in Weiß. Ja, ich will mal gucken. Junge, ich bin aber fett, Junge. Was ist denn los? Scheißegal, jahrelang gut gelebt, ja. Ja, wie gesagt, meine neuen T-Shirts sind da, jetzt in meiner anderen Farbe, auch ein bisschen abgeändert vom Schriftlogo her. Im Rücken genau das gleiche, nur halt in etwas kleiner. Ja, und wenn ich wagt, der nicht gewinnt, habe ich mir gedacht, ändere ich das Ganze mal ein bisschen ab, damit ihr mich auch erkennt, wenn ich in Alanya unterwegs bin. Im Auftrag natürlich des guten Journalismus. Muss auch mal sein. Ja, und mir juckt die Murmel. Ich muss mich gleich rasieren, bevor ich wieder unterwegs bin und wieder zur Bank fahre. Heute hole ich mein Geld. Dann habe ich morgen den ganzen Stress nicht. Ja, ich hoffe, dass dieses Gewicht auch bald runtergeht. Aber solange ich noch bei McDonald's essen gehe, wird da nichts passieren. Ja, liebe Leute, das ist dann mein anderes. Ich habe noch ein Merchandise bestellt, aber das dauert halt ein bisschen länger. Ja, dauert angeblich bis zum 13.8. Ich weiß nicht, was da so lange dauern soll. Aber, naja, ist wohl gerade der Situation ein wenig ein bisschen geschuldet. Werder, Bremen. Ja, Leute, gute Laune. Beverly Hills, scheint die Sonne, meine Blumen sind nicht vertrocknet übrigens, die wachsen knusprig. Frau Nachbarin! Ja, Frau Nachbarin geht mit den Kindern spazieren und hat die Hunde auch dabei. Ich wollte gerade sagen, Frau Nachbarin hat die Kinder alleine und geht mit den Hunden spazieren, aber wäre ein bisschen ungerecht das Ganze. Frau Nachbarin, live auf YouTube. Ja, ich freue mich. Es sind nur noch 2 Tage, bis ich endlich wieder rauskomme. Und dann, ja, hier hängt noch ein bisschen was rum. Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr, hier irgendwas zu machen. Ich will hier einfach nur noch raus. Ich will einfach nur noch leben. Besuchen kommt mich eh keiner. Es ist eigentlich auch egal. Ja, machen wir mal ein kleines Päuschen. 3 Minuten reichen. 3 Minuten Sülze geredet, reicht. Heute Mittag noch ein Termin beim Kumpel. Da will ich dann meine neue Kamera ausprobieren. Auch mit neuer Hardware dazu und so weiter und so fort. Wie gesagt, das hier ist das gute Gerät. Ja, schön was. Oh, da ist er. Wer ist denn da? Hallo. Hallo. Oh, da ist er. Oh, hallo. Und ja, Stativ ist da. Ich habe mir jetzt noch einen Stabilisator bestellt dafür. Wie gesagt, dann kriegt er auch Videos in vernünftiger Qualität. Aber das Ganze werde ich dann erst in der Türkei machen. Weil es dann, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger ist für mich. Und ja, am Rechner sitzen und dann dort Videos pyroffizienell beschneiden. Ja, beschneiden. Okay, beschneiden wir halt mal die Videos. Gut, Leute. 4 Minuten um. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye. Achso, lasst doch einen Daumen hoch und einen Daumen runter. Gestern übrigens etwas sehr Kurioses passiert. Und zwar sind innerhalb von 12 Minuten 40 neue Abos dazu gekommen. Ich weiß nicht, wie das ging. Und so genauso schnell, wie sie da waren, waren sie auch wieder weg. Ja, also sehr eigenartig. Deswegen, wenn euch das gefällt, unterstützt mich. Lasst gerne ein Like da. Lasst einen Daumen hoch da, einen Daumen runter, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Ich wäre euch sehr dankbar dafür, würde mich sehr freuen. Ja, bleibt mir gewogen und bis später. Bye, bye.